Der glücklichste Mann von Babylon. An der Spitze seiner Karawane ritt stolz erhobenen Hauptes Shahrunardar, der wohlhabendste Kaufmann von Babylon, aus einem rassigen Araberhengst. Er liebte schöne Stoffe und trug kostbare und elegante Gewänder. Auch hatte er eine Vorliebe für edle Reittiere. Wenn man ihn betrachtete, hätte man nicht vermutet, dass er bereits in fortgeschrittenem Alter war. Und man hätte bestimmt auch nicht erraten, dass Kummer an ihm nagte. Die Reise von Damaskus ist lang und die Wüste birgt viele Gefahren und Mühsale. Das war es aber nicht, was ihn beunruhigte, genauso wenig wie die Tatsache, dass die ungestümten arabischen Stämme gerne reich Karawanen ausblendeten, denn seine flinken, beredeten Wachen boten ihm sicheren Schutz. Es war der junge Mann, der seit Damaskus neben ihm ritt, der ihm Kopfzerbrechen bereitete. Es handelte sich um Hardan Kular, den Enkel seines Partners in früheren Jahren. Arad Kular, dem er zu ewigem Dank verpflichtet war, er wollte gerne etwas für diesen jungen Mann tun, aber je mehr er darüber nachdachte, desto schwieriger erschien ihm dies. Der Grund dafür war der Junge selbst. Er musterte den mit Ringen und Ohrringen geschmückten jungen Mann und dachte bei sich, er glaube wohl Juwelen seien für Männer gedacht. Immerhin hatte er das markante Gesicht seines Großvaters geerbt, auch wenn dieser bestimmt nicht solche bunten Gewänder trug. Aber ich selbst habe ihn ersucht, mit mir zu kommen, weil ich hoffte, ich könne ihm helfen, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen, nachdem sein Vater das Familienerbe durchgebracht hatte. Hardan Kular unterbrach seine Gedanken, sag, warum arbeitest du so hart und begleitest deine Karawane immer auf den langen Reisen? Nimmst du dir denn nie Zeit, dass du das Leben genießt? Shahrunardar lächelte. Das Leben genießen? Wiederholte er. Was würdest du tun, um das Leben zu genießen, wenn du Shahrunardar wärst? Wenn ich so reich wäre wie du, würde ich wie ein Prinz leben, würde bestimmt nicht durch die heiße Wüste reiten. Ich würde die Schilke genauso schnell ausgeben, wie sie in meine Börse flossen, würde die schönsten Gewänder und die kostbarsten Juwelen tragen. So ein Leben wäre ganz nach meinem Geschmack. Ein Leben, das lebenswert wäre. Nach diesen Worten brachen die beiden Männer in Lachen aus. Dein Großvater hat keine Juwelen getragen, bemerkte Shahrunardar spontan. Dann fuhr er scherzhaft fort. Würdest du keine Zeit für die Arbeit auffinden? Arbeit ist etwas für Sklaven, erwiderte Hardan Kular. Shahrunardar biss sich auf die Unterlippe, schluckte eine Bemerkung hinunter und ritt schweigend weiter, bis zu einer Steigung gelangt waren. Er hielt sein Pferd an und deutete auf das grüne Tal in der Ferne. Siehst du das Tal dort? Wenn du dich anstrengst, kannst du weiter hinten die Mauern von Babylon erkennen und den Turm des Tempels von Bel. Wenn du genau hinblickst, siehst du sogar den Rauch des ewigen Feuers, der in den Himmel hochsteigt. Das also ist Babylon. Ich habe mich schon immer danach gesehnt, einmal die reichste Stadt der Welt zu sehen, bemerkte Hardan Kular. Babylon, wo mein Großvater sein Vermögen gemacht hat. Wäre er noch am Leben, wären wir nicht in solchen Geldnöten. Warum willst du, dass sein Geist über die ihm zugemessene Zeit auf Erden weilen soll? Du kannst zusammen mit deinem Vater sein Werk sehr wohl weiterführen. Leider haben wir beide nicht sein Talent, auch wenn wir seine Geheimnisse kennen, wie er die Goldschäkel anhäufte. Shahrunardar sagte nichts, sondern trieb sein Pferd an und ritt nachdenklich den Weg zum Tal hinunter. Hinter ihm folgte die Karawane in seine Wolke rötlichen Staubs. Etwas später waren sie bei der Landstraße des Königs angelangt, wandten sich nach Süden und durchquerten die bewässerten Bauernhöfe. Drei alte Männer, die gerade ein Feld pflückten, erregten Shahrunardars Aufmerksamkeit. Sie kamen ihm seltsam vertraut vor. Wie lächerlich, es war ja wohl nicht möglich, dass man nach 40 Jahren an einem Feld vorbeikam, auf dem die gleichen Männer wie früher pflückten. Einer hielt den Pflug mit zittriger Hand, die anderen schleppten sich mühsam neben den Ochsen dahin und schlugen kraftlos mit ihren Rohrstöcken auf die Tiere ein, um sie anzutreiben. Vor 40 Jahren hatte er diese Männer beneidet, wie gerne hätte er damals mit ihnen getauscht, aber heute war die Situation ganz anders. Voller Stolz wandte er sich nach seiner Handelskarawane um, die aus ausgewählten Kamelen und Mulis bestand, die reich beladen waren mit kostbaren Gütern aus Damaskus. Aber es war nur ein Teil seiner Besitztümer. Er deutete auf die pflügenden Männer und sagte, sie pflügen immer noch das gleiche Feld wie vor 40 Jahren. Sie sehen so aus, aber was lässt sich vermuten, dass es dieselben Männer sind? Weil ich sie damals gesehen habe, erwiderte Shahrunardar. Erinnerungen schossen ihm durch den Kopf. Warum nur konnte er die Vergangenheit nicht begraben und sich der Gegenwart anwenden? Dann erblickte er wie in einem Spiegel das lächelnde Gesicht Arad Kulas und die Spannungen zwischen ihm und Arads Enkel lösten sich. Aber wie konnte er einem solchen überheblichen jungen Mann mit juwelengeschmückten Fingern und voller hochtrabender Ideen helfen?
Arbeitswilligen Arbeitern konnte er Arbeit in Hülle und Fülle anbieten. Doch er wusste nicht, was er Männern, die sich zu gut fürs Arbeiten hielten, vorschlagen sollte. Aber er war es Aracula schuldig, etwas für seinen Enkel zu tun und nicht nur einen halbherzigen Versuch zu machen. Er und Aracula waren die Probleme immer entschlossen angegangen. Blitzartig kam ihm eine Idee, aber er hatte Zweifel, denn er musste Rücksicht auf seine Familie und seine Stellung nehmen. Es würde grausam sein, würde wehtun, daher, aber ein Mann schneller Entschlüsse war, wischte er die Einwände beiseite und schloss sich zu handeln. Würdest du gern wissen, dein ehrenwerter Großvater und ich zu dieser Partnerschaft kamen, die sich als so einträglich erwies, fragte er. Ja, aber warum nicht? Erzähl mir ruhig, wie ihr goldene Schäkel gemacht habt, denn das ist alles, was ich wissen muss, erwiderte der junge Mann. Shahrunar Dada ignorierte seine Bemerkung und fuhr fort. Die Geschichte beginnt bei diesen fliegenden Männern. Ich war damals kaum älter als du. Als sich die Kolonne, in der ich marschierte, näherte, spottete der gute alte Mekitu, der Bauer, über die schlampige Art, in der sie pflückten. Mekitu war neben mir angekettet. Schau dir nur die faulen Kerle an, schimpfte er. Derjenige, der den Flug führt, macht sich nicht die Mühe, tiefer zu pflücken. Und den anderen Männern mit den Stöcken gelingt es nicht, die Ochsen in der Furche zu halten. Wie können Sie erwarten, gutes Korn zu ernten, wenn das Feld nicht ordnungsgemäß gepflügt wird? Hast du gesagt, Mekitu sei an dich angekettet gewesen? Fragte er dann überrascht. Ja, wir waren mit Bonze-Ringen um unseren Hals und einer schweren Kette aneinander gekettet. Neben ihm ging Zabatu, der Schafdieb, den ich in Harun kennengelernt hatte, und den Schluss bildete ein Mann, den wir Pirat nannten, da er uns seinen Namen nicht verraten wollte. Wir vermuteten aber, dass er ein Seemann war, denn seine Brust war mit zwei verschlungenen Schlangen tätowiert. Wie dies bei Seeleuten der Fall ist. Immer viele Männer gingen nebeneinander. Du hast die Ketten des Sklavens getragen, fragte er Hatangula ungläubig. Hat dir etwa dein Großvater nicht berichtet, dass ich früher Sklave war? Er hatte oft von dir erzählt, aber darüber hat er keine Silbe verloren. Er war ein Mann, dem man die größten Geheimnisse anvertrauen konnte. Auch du bist ein Mann, dem ich trauen kann, nicht wahr? Fragte Sharunata und blickte Hadan forschend an. Du kannst mit meiner Verschwiegenheit rechnen, aber ich bin erstaunt. Erzähl mir, wie du ein Sklave wurdest. Sharunata zuckte die Schultern. Jedermann kann Sklave werden. Ein Spielhaus und Gerstenbier stürzten mich ins Unglück. Ich wurde das Opfer der Unbesonnenheit meines Bruders. Im Streit tötete er seinen Freund, meinen Vater, der unbedingt meinen Bruder davon bewahren wollte, von den Herrschern des Gesetzes verfolgt zu werden, übergab mich der Witwe des Freundes als Leibeigenen. Als mein Vater das Silber nicht aufbringen konnte, um mich freizukaufen, veräußerte sie mich an den Sklavenhändler. Was für eine Schande und Ungerechtigkeit, protestierte Hatangula. Aber sag, wie bist du wieder frei geworden? Nur Geduld, wir kommen schon noch darauf, aber lass mich der Reihe nach erzählen. Als wir vorüberzogen, höhnten uns die Männer am Flug. Einer zog seinen zerlumpten Hut, verbeugte sich tief und rief: Willkommen in Babylon, ihr Gäste des Königs. Ihr erwartet euch auf den Stadtmauern, wo das Bankett für euch bereit ist. Schlammziegel und Zwiebelsuppe. Sie konnten sich nicht mehr halten vor Lachen. Pirat wurde wütend und beschimpfte sie unflätig. Was meinen die Männer damit? Der König erwartet uns auf den Mauern, fragte ich ihn. Wir werden zur Stadtmauer gebracht, um Ziegel zu schleppen, bis wir zusammenbrechen. Vielleicht schlagen sie uns auch tot, bevor wir nicht mehr können. Mich aber nicht, denn vorher töte ich sie. Dem widersprach Megiddo. Es ergibt keinen Sinn für mich, das Herrn hart arbeitende willige Sklaven zu Tode prügeln, denn sie mögen fleißige Sklaven und behandeln sie gut. Wer will schon hart arbeiten, bemerkte Zapatu. Diese Männer dort sind schlau, sie schuften sich nicht zu Tode, sie tun nur so, als würden sie arbeiten. Drückeberger kommen nicht voran, protestierte Mekitu. Wenn man pro Tag einen Hektar pflückt, ist das ein gutes Tageswerk. Und das weiß jeder Herr. Pflückt man aber nur die Hälfte, dann hat man sich um die Arbeit gedrückt. Ich drücke mich nicht um die Arbeit. Ich arbeite mit Freuden, verrichte gerne gute Arbeit, denn sie ist der beste Freund, den ich je hatte. Dadurch habe ich mir all die schönen Dinge erworben, die ich besaß. Mein Bauernhof, meine Kühe, mein Korn, ja alles. Ja, und wo ist das alles angeblich? Schnaubte Zabatu. Verächtlich. Ich glaube, es zahlt sich aus, schlau zu sein und ohne Arbeit durchzukommen. Wenn wir auf den Mauern arbeiten müssen, beobachtet Zabatu, ich werde die Wassereimer tragen oder sonst eine leichte Arbeit verrichten. Während du, der du ja so gerne arbeitest, dich mit den Ziegeln abschleppen und irgendwo warm zusammenbrechen wirst, bemerkte er hämisch. In jener Nacht packte mich große Angst, ich konnte keine Augen zutun. Dann, als die anderen schliefen, erregte ich die Aufmerksamkeit von Kurtosa, der die erste
Wache hielt, er war einer jener arabischen Straßenräuber und Schurken, die einem nicht nur die Börse anwenden, sondern gleich auch die Kehle aufschlitzten. Sarkodosa, flüsterte ich, werden wir, wenn wir nach Babylon gelangen, auf die Mauern geschickt? Warum willst du das wissen? Fragte er argwöhnisch. Kannst du das nicht verstehen, flehte ich. Ich bin jung und will leben. Ich will meine Gesundheit nicht mit Ziegelschleppen ruinieren oder zu Tode geprügelt werden. Habe ich Chancen, einen guten Herrn zu bekommen? Er antwortete flüsternd, da du ein guter Bursche bist und Kodosa keinen Ärger gemacht hast, verrate ich dir Folgendes. Meistens gehen wir zuerst zum Sklavenmarkt. Nun hör zu, erklärte den Käufern, dass du fleißig arbeiten kannst und gerne für einen guten Herrn arbeite. Verrichtest. Mach alles, was du kannst, damit sie dich kaufen wollen. Wenn es dir nicht gelingt, schleppst du am nächsten Tag Ziegel. Eine ausgesprochen mühsame Arbeit. Danach entferne er sich, ich lag im warmen Sand, blickte zu den Steinen hoch, dachte über die Arbeit nach und überlegte, ob sie auch mein besten Freund werden würde, wie Mekitu erzählt hatte. Gewiss würde es so sein, wenn sie mich aus dieser misslichen Lage befreien würde. Als Mekitu erwachte, flüsterte ich ihm zu, was Kotoso mir geraten hatte. Als sie auf Babylon zumarschierten, war dies unser einziger Hoffnungsschimmer. Am späten Nachmittag kamen wir den Mauern näher und sahen Männer wie schwarze Ameisen, die steilen diagonalen Pferde hinauf und hinunter stiegen. Wir waren erstaunt, hier tausende von arbeitenden Männern zu sehen, einige gruben im Stadtgraben, andere formten den Schlamm zu Ziegeln, unzählige Männer schleppten die Ziegel in großen Körben die steilen Wege zu den Mauern hoch. Aufseher beschimpften die Saumseligen und ließen ihre Peitschen auf die Rücken derjenigen knallen, die sich nicht in der Reihe hielten. Die ausgemergelten, erschöpften Männer konnten sich nicht mehr auf den Beinen halten und stürzten neben ihren schweren Körben zu Boden. Unfähig, sich wieder zu erheben, wenn die Peitsche nichts ausrichten konnte und sie ermattet liegen blieben, wurde sie zur Seite gestoßen, wo sie sich im Todeskampf wandten. Wenn sie tot waren, wurden sie zu den anderen Leichen neben der Straße gelegt, die anschließend an unheiligen Stätten begraben wurden. Dieser Anblick ließ mich erschauern, das also erwartet mich, wenn mich auf dem Sklavenmarkt niemand kaufen wollte. Kodosa hatte recht gehabt, wir wurden zuerst durch die Stadttore geführt und ins Sklavengefängnis gebracht. Am nächsten Morgen zogen wir zum Markt, der Rest der Männer drängte sich hier ängstlich zusammen und nur die Peitschen unserer Wachen konnten sie dazu bringen, sich nach allen Seiten zu drehen, damit die Käufer sie begutachten konnten. Mekitu und ich unterhielten uns eifrig mit jedem, der uns gestattete, das Wort an ihn zu richten. Der Sklavenhändler brachte Soldaten der königlichen Wache herbei, die Pirat fesselten und ihn brutal zusammenschlugen. Als er protestierte, als sie ihn wegführten, empfand ich großes Mitleid mit ihm. Mekitu hatte das Gefühl, dass man uns bald kaufen würde. Als einmal keine Käufer in der Nähe waren, sprach er ernsthaft mit mir, um mir nochmals einzuprägen, wie wertvoll die Arbeit für mich sein würde. Er sagte, einige Männer sehen in der Arbeit ihren Feind, aber es ist besser, man betrachtet sie als Freund. Macht dir auch nichts daraus, wenn sie schwer ist. Wenn du dir vorstellst, was für ein schönes Haus du baust, spielt es ja keine Rolle, wenn die Balken schwer sind und der Weg zu dem Brunnen, an dem du das Wasser für den Zement holen musst. Weit ist für. Brich mir, Junge, wenn du einen Herrn bekommst, dann arbeitest so hart du kannst. Mach dir nichts daraus, wenn du kein Lob erhältst. Denk daran, ordentlich verrichtete Arbeit nutzt dir selber am meisten und macht dich zu einem besseren Mann. Er schwieg, als ein stämmiger Bauer herantrat und uns kritisch musterte. Mekitu erkundigte sich nach seinem Hof und seinen Getreideernten und überzeugte den Mann davon, dass er ihm großen von Nutzen sein könnte. Nach zähen Verhandlungen mit dem Sklavenhändler holte der Bauer eine prall gefüllte Geldbörse unter seinem Gewand hervor und bald verschwand Mekitu mit seinen neuen Herren. Im Laufe des Morgens wurden noch ein paar weitere Männer verkauft. Gegen Mittag verriet Mikotoso, dass der Händler keine Lust hatte, noch eine weitere Nacht hier zu verbringen und alle verbliebenen Sklaven bei Sonnenuntergang zum Käufer des Königs bringen würde. Ich schöpfte Hoffnung, als ein wohlbeleibter, gutmütig dreinblickender Mann sich erkundigte, ob ein Bäcker unter uns sei. Ich ergriff das Wort und sagte, warum sollte ein guter Bäcker wie du einen anderen wenig guten wollen? Wäre es nicht einfacher, du würdest einen willigen Mann wie mich in dein Handwerk einweisen? Schau mich an, ich bin jung, stark und arbeitswillig. Gib mir eine Chance und ich werde mich anstrengen, dir Gold und Silberstücke einzubringen. Er war beeindruckt von meiner Bereitschaft und fing an, mit dem Händler zu feilschen, der mich, seit er mich gekauft hatte, keines Blickes mehr gewürdigt hatte, jetzt aber in den höchsten Tönen meine Fähigkeit, meine gute Gesundheit und mein freundliches Wesen anpries. Ich fühlte mich wohl wie ein Ochse, der an den Metzger verkauft wird. Schließlich wurde das Geschäft zu meiner großen Freude abgeschlossen. Ich folgte meinen neuen Herrn und hielt mich für den glücklichsten Mann von Babylon. Mein neues Heim entsprach ganz meinem Geschmack.
Nana näht, mein Herr lehrte mich, wie man die Gerste in der Steinschale im Hof zerkleinerte, wie man im Ofen Feuer machte und dann das Sesammehl ganz fein zermahlte, um daraus Honigkuchen zu machen. Ich hatte ein Lager im Getreidespeicher. Swasti, die alte Sklavin, die den Haushalt besorgte, gab mir genug zu essen und freute sich, weil ich ihr bei schweren Aufgaben zur Hand ging. Hier bot sich mir die Chance, nach der ich mich gesehnt hatte, und ich hoffte, ich würde einen Weg finden, um meine Freiheit zu erlangen. Ich bat Nana Ned, mir zu zeigen, wie man Brot knetete und back. Er tat es bereitwillig und freute sich über mein Interesse. Später, als ich das Fertigkeit gut beherrschte, bat ich ihn, mir beizubringen, wie man Honigkuchen herstellte, und bald konnte ich alles backen. Mein Herr war froh, dass er nichts tun musste, aber Swasti schüttelte missbilligend den Kopf. Es ist nicht gut für einen Mann, wenn er nicht arbeitet, erklärte sie. Ich fand, es war an der Zeit, mir zu überlegen, wie ich Geld verdienen konnte, um meine Freiheit zu erkaufen. Da ich bis Mittag mit dem Backen fertig war, dachte ich, Nana Ned würde es gutheißen, wenn ich eine einträgliche Arbeit für den Nachmittag finden würde und vielleicht meinen Verdienst mit ihm teilte. Dann kam mir der Gedanke, ich könnte ihr noch mehr Honigkuchen backen und sie den Leuten auf der Straße anbieten. Ich trug Nana Ned meinen Plan folgendermaßen vor. Wenn ich die Nachmittage nach dem Backen dafür verwenden könnte, um Geld für dich zu verdienen, wäre es nur recht und billig, wenn du meinen Verdienst mit mir teilen würdest, damit ich Geld für die Dinge zur Verfügung habe, die jeder braucht und sich wünscht. Ja, das ist recht und billig, räumte er ein. Als ich ihm das sagte, dass ich gern unseren Honigkuchen verkaufen würde, war er sehr angetan von dieser Idee. Wir werden es folgendermaßen anstellen, schlug er vor. Du verkaufst je zwei für einen Schekel. Die Hälfte davon nehme ich, für das Rest Mehl und den Honig und das Holz zum Backen. Den Rest teilen wir uns. Ich war über sein großzügiges Angebot, ein Viertel meines Verkaufs für mich behalten zu dürfen, begeistert. In dieser Nacht arbeitete ich hart und bereitete ein Servierblatt vor, auf dem ich die Honigkuchen anbieten konnte. Nana Ned schenkte mir eines seiner abgelegten Kleider, damit ich ordentlich aussah, und Swasti half mir, es zu waschen und zu pflegen. Am nächsten Tag buche ich eine extra Portion Honigkuchen. Sie sahen knusprig und verlockend aus. Ich ging mit dem Tablett durch die Straßen und pries meine Waren laut an. Anfangs schien mich niemand zu beachten und mich verließ schon fast der Mut, aber ich machte weiter. Und im Laufe des Nachmittags, als die Leute Hunger bekamen, wurden die Kuchen gekauft und bald war das Tablett leer. Nana Ned freute sich über meinen Erfolg und gab mir bereitwillig meinen Anteil. Es war ein gutes Gefühl, eigenes Geld zu besitzen. Mikito hatte recht gehabt, als er sagte, ein Herr werde die gute Arbeit seiner Sklaven schätzen. Nachts konnte ich vor lauter Aufregung über meinen Erfolg kaum schlafen und rechnete aus, wie viel ich im Laufe eines Jahres verdienen konnte und wie viele Jahre ich benötigte, um mich freizukaufen. Als ich meine Kuchen weiter täglich anbot, hatte ich bald Stammkunden. Einer davon war dein Großvater, der Teppichhändler Arad Kula. Er verkaufte seine Teppiche an Hausfrauen und ging dabei von einem Ende der Stadt zum anderen. Er hatte einen Esel, der mit dem Teppichen beladen war, und einen Sklaven, der sich um das Tier kümmerte. Der Teppichhändler kaufte zwei Kuchen für sich und zwei für seinen Sklaven und er unterhielt sich immer mit mir, bis die Kuchen verzehrt waren. Eines Tages sagte dein Großvater etwas zu mir, das ich nie vergessen werde. Ich mag deine Kuchen, Junge, aber noch mehr mag ich deinen Unternehmungsgeist, den du damit beweist. Eine solche Einstellung kann dich auf dem Weg zum Erfolg weit bringen. Du kannst dir nicht vorstellen, Adan Kula, was solche aufmunternden Worte für einen Sklavenjungen bedeuteten, der einsam in einer großen Stadt war und mit aller Kraft darum kämpfte, sich aus einem demütigten Lage zu befreien. Im Laufe der Monate füllte sich meine Geldbörse mit den Schekeln, die ich sparen konnte, und bekam allmählich ein erfreuliches Gewicht. Genau wie Megiddo gesagt hatte, erwies sich die Arbeit als mein bester Freund. Ich war glücklich, aber Swasti machte sich Sorgen. Dein Herr verbringt viel zu viel Zeit in den Spielhäusern, beklagte sie sich. Eines Tages traf ich meinen Freund Megiddo auf der Straße und freute mich darüber. Er führte drei Esel, die mit dem Gemüse beladen waren, zum Markt. Es geht mir recht gut, sagte er. Mein Herr schätzt meine Arbeit, denn ich bin jetzt Aufseher. Schau her, schick mich sogar zum Markt und lässt jetzt auch meine Familie kommen. Die Arbeit hilft mir, mich von meinem großen Kummer zu erholen. Eines Tages werde ich mich freikaufen können und mir wieder einen eigenen Bauernhof anschaffen. Die Zeit verging und Nana Ned wartete immer begieriger auf meine Rückkehr von meinem Kuchenverkauf, damit er das Geld zählen und es unter uns aufteilen konnte. Er drängte mich, meine Geschäfte zu erweitern, damit ich noch mehr Geld einnahm. Oft begab ich mich vor die Stadtmauern, um die Aufseher über die Sklaven, die die Stadtmauern errichteten, anzusprechen. Ich hasste diese Umgebung, aber die Aufseher waren willige Käufer.
Eines Tages entdeckte ich in der Schlange Zabatu, der gerade seinen Korb mit Ziegeln füllte. Er war hager und gebückt und seine Rücken waren voller Striemen und Wunden von den Peitschen, der Aufseher. Ich hatte Mitleid mit ihm und schenkte ihm ein Stück Kuchen, das es wie ein hungriges Tier hinunterschlang. Als ich seinen gierigen Blick sah, rannte ich davon, bevor er nach dem Tablett greifen konnte. Warum arbeitest du so hart, sagte Arad Kula eines Tages zu mir. Es war fast die gleiche Frage, die du mir heute gestellt hast. Erinnerst du dich? Ich berichtete ihm, was Mekitu über die Arbeit gesagt hatte und dass sie sich als mein bester Freund erwiesen hatte. Ich zeigte ihm voller Stolz meine Börse mit den Schekeln und erklärte ihm, wie ich sie sparte, um mir meine Freiheit zu erkaufen. Und was willst du anstellen, wenn du frei bist? Fragte er mich. Dann, so gab ich ihm zur Antwort, will ich Kaufmann werden. Dann vertraute er mir etwas an, was ich nie vermutet hätte. Weißt du, ich bin auch ein Sklave, aber habe eine Partnerschaft mit meinen Herren. Halt, befahl Hadan Kula, ich will keine Lügen hören, die meinen Großvater verunglimpfen. Er war kein Sklave. Seine Augen funkelten vor Zorn. Scharunada blieb ruhig. Ich ehre ihn, weil er sein Unglück bezwungen hat und ein angesehener Bürger von Damaskus geworden ist. Bist du sein Enkel aus dem gleichen Holz geschnitzt? Bist du Mannes genug, den Tatsachen ins Auge zu blicken? Oder willst du dich lieber Illusionen hingeben? Hadan Kula richtete sich in seinem Sattel auf mit einer Stimme, die seine tiefe Bewegung verriet, erwiderte er: Mein Großvater wurde von allen geliebt. Seine guten Taten waren unzählbar. Als die Hungersnot ausbrach, kaufte er mit seinen Goldkornen in Ägypten, das seine Karawane nach Damaskus brachte, wo es an die Bewohner verteilt wurde, damit niemand verhungern musste. Und du behauptest, er sei nur ein verachteter Sklave in Babylon gewesen? Wäre in Babylon Sklave geblieben, wäre er wohl verachtet worden, aber als er aufgrund seiner Bemühungen in Damaskus ein großer Mann wurde, vergaben ihn die Götter seines Missgeschicks und erwiesen ihm Achtung, erwiderte Sharunada. Nachdem er mir verraten hatte, dass er ein Sklave gewesen war, fuhr Sharunada fort, berichtete er mir, wie sehr er sich bemüht hatte, seine Freiheit zu erlangen. Aber dann, als er genug Geld besaß, sie zu erwerben, wusste er nicht, was er tun sollte. Seine Verkäufe liefen nicht mehr gut und er befürchtete, dass er die Unterstützung seines Herrn einbüßen würde. Ich schimpfte ihn wegen seiner Unentschlossenheit. Klammere dich nicht länger an deinen Herrn, sondern versuche wieder ein freier Mann zu werden. Handle wie ein freier Mann und du wirst den entsprechenden Erfolg haben. Entscheide dich, was du erreichen willst. Und dann hilft dir die Arbeit, es zu erlangen. Er machte sich wieder auf den Weg und sagte, er sei mir dankbar, dass ich ihm seine Freiheit vor Augen gehalten habe. Eines Tages ging ich wieder einmal vor die Tore und wunderte mich, weil sich eine große Menge hier versammelt hatte. Als ich einen Mann um eine Erklärung bat, erwiderte dieser, hast du es nicht gehört? Ein entflohener Sklave, der eine der königlichen Wachen ermordete hat, wurde abgeurteilt und wird heute wegen seines Verbrechens zu Tode geprügelt werden. Der König höchstpersönlich wird anwesend sein. Um den Pfahl an den Mann gebunden werden sollte, hatten sich so viele Menschen gedrängt, dass ich es nicht wagte, näher zu kommen. Aus Angst, mein Tablett mit Honigkuchen würde Schaden erleiden. Deshalb kletterte ich die halbfertige Mauer hinauf, um über die Köpfe der Menschen blicken zu können. Von meiner Person aus sah ich, wie die Nebukadnezar in einer goldenen Wagen vorbeifuhr. Noch nie zuvor hatte ich solchen Prang, solche kostbaren Gewänder und Vorhänge aus Gold und Samtstoff gesehen. Zum Glück bekam ich mit, wie der arme Sklave zu Tode geprügelt wurde, aber ich hörte seine Schreie. Ich überlegte, wie eine so hochgestellte Persönlichkeit wie unser guter König es ertragen konnte, einen Mann so leiden zu sehen. Aber als ich sah, wie er mit seinen Edelleuten scherzte und lachte, erkannte ich, dass es grausam war und verstand, weshalb die Sklaven, die die Mauer bauten, so unmenschlich behandelt wurden. Als der Sklave tot war, wurde seine Leiche mit einem Seil an einem Pfahl gebunden, damit ihn alle sehen konnten. Als die Menge zerstreut, näherte ich mich dem Toten. Auf der haarigen Brust entdeckte ich eine Tätowierung. Zwei verschlungene Schlangen. Der tote Pirat, als ich Grat Kula wieder traf, war wie verwandelt, begrüßte mich voller Überschwang. Hör zu, der Sklave, den du gekannt hast, ist jetzt ein freier Mann. Deine Worte wirkten wie ein Zauber. Meine Verkäufe und meine Erträge vermehren sich bereits und meine Frau ist überglücklich. Sie ist die Nichte meines Herrn und war eine freie Frau. Sie wünscht sich, dass wir in eine fremde Stadt ziehen, wo niemand weiß, dass ich einst ein Sklave war und unseren Kindern das Missgeschick ihres Vaters nichts vorgeworfen werden kann. Die Arbeit hat sich als mein bester Helfer erwiesen, denn sie hat mir meine Selbstachtung und mein Verkaufstalent zurückgegeben. Ich war sehr froh, dass ich die Aufmunterung, die er mir hatte, zuteil werden lassen. Wenigstens im Kleinen hatte vergelten können. Eines Abends suchte mich Swasti auf und berichtete mir ihren Kummer.
Dein Herr steckt in Schwierigkeiten, ich habe Angst um ihn. Vor ein paar Monaten hat er viel Geld am Spieltisch verloren. Er schuldet den Bauern Geld für das Getreide und den Honig, hat auch Schulden beim Geldverleiher. Seine Gläubiger sind verärgert und drohen ihm. Warum sollen wir uns wegen seiner Dummheit Sorgen machen? Wir sind ja nicht seine Wächter, erwiderte ich gedankenlos. Du dumme Junge, du verstehst gar nichts. Er hat dem Geldverleiher deinen Titel als Sicherheit für das Darlehen abgetreten und dieser kann somit rechtmäßig Anspruch auf dich erheben und dich verkaufen. Ich weiß nicht mehr ein und aus. Dabei ist er ein guter Herr. Warum nur steckt er in solchen Schwierigkeiten? Swastis Sorgen waren keineswegs unberechtigt. Als ich am nächsten Morgen mit Backen fertig war, erschien der Geldverleiher mit einem Mann namens Sasi. Dieser musterte mich von oben bis unten und sagte, ich würde ihm gefallen. Der Geldverleiher wartete nicht bis zur Rückkehr meines Herrn, sondern trug Swasti auf, sie solle diesen sagen, er habe mich mitgenommen. Ich wurde lediglich mit dem, was ich am Leibe trug und meiner Börse, die an meinen Gürtel baumelte, vom Backofen weggeführt. Meine kühnsten Hoffnungen wurden mir so schnell entrissen, wie der Sturmwind den Baum entwurzelt und in die wogende See schleudert. Erneut hatten mich ein Spielhaus und ein Gerstenbier ins Unglück gestürzt. Sasi war ein ungeschliffener, bärbeißiger Mann, als er mich auf die Stadt führte, erzählte ich ihm von der guten Arbeit, die ich für Nana Knight geleistet hatte und sagte, ich hoffe, ich könne auch ihm von Nutzen sein. Seine Erwiderung war nicht gerade aufmunternd. Ich mag diese Arbeit nicht, mein Herr, auch nicht. Der König hat ihm befohlen, mich zu den Arbeitern am großen Kanal zu schicken. Der Herr hat zu mir gesagt, ich soll mehr Sklaven kaufen, hart arbeiten und schnell fertig werden. Bah, wie man eine große Aufgabe schnell erledigen. Stell dir eine baumlose Wüste mit niedrigen Büschen und einer sinkenden Sonne vor, die das Land dermaßen aufheizt, dass das Wasser in unseren Fässern so heiß war, dass wir es kaum trinken konnten. Dann stell dir viele Männer vor, die in der Baugrube hinuntersteigen und von früh besperrt schwere Körbe voller Morast hochhiefen und über weiche, staubige Wege schleppen. Essen gab es in Trögen und wir verschlangen es wie die Schweine. Wir hatten weder Zelte noch Stroh für ein Lager. So also war meine augenblickliche Lage. Ich vergrub meine Geldbörse an einem bestimmten Platz und bezweifelte, ob ich sie je wieder ausgraben würde. Anfangs arbeitete ich voll des guten Willens, aber im Laufe der Monate verließ mein Elan. Dann packte mich das Hitzfieber. Ich hatte keinen Appetit mehr und brachte kaum das Hammelfleisch und das Gemüse hinunter. Nachts wälzte ich mich verzweifelt hin und her. In meinem Elend fragte ich mich, ob Zapatur es nicht klüger angestellt hatte, sich zu drücken und dadurch der Gefahr zu entgehen, dass ihm durch Arbeit der Rücken kaputt ging. Dann erinnerte ich mich an unsere letzten Begegnungen und ich erkannte, dass sein Plan nicht gut war. Ich dachte an Pirat und seine Bitterkeit und überlegte, ob es eventuell richtig wäre, zu kämpfen und zu töten. Aber die Erinnerung an seinen blutenden Körper bewies mir, dass sein Plan ebenfalls untauglich war. Dann dachte ich an mein letztes Gespräch mit Megiddo. Seine Hände hatten Schwielen von der harten Arbeit, aber sein Geist war unbeschwert. Und seine Miene wirkte glücklich. Sein Plan war der beste. Aber ich war genauso arbeitswillig wie Megiddo. Er konnte bestimmt nicht härter arbeiten als ich. Warum nur brachte meine Arbeit mir weder Glück noch Erfolg? Machte die Arbeit Megiddo glücklich oder lagen das Glück und der Erfolg lediglich im Schoß der Götter? Sollte ich den Rest meines Lebens arbeiten, ohne dass sich meine Wünsche erfüllen, ohne Glück und ohne Erfolg? All diese Fragen gingen mir durch den Kopf und ich fand keine Antwort. Er war sogar höchst verwirrt. Einige Tage später, als ich den Eindruck hatte, am Ende meiner Kräfte zu sein und noch immer keine Antwort auf meine Fragen hatte, schickte Sasi nach mir. Ein Bote meines Herrn war eingetroffen, um mich zurück nach Babylon zu holen. Ich grub meine kostbarste Börse aus, wickelte mich in die zerlumpten Reste meiner Kleidung und setzte mich hinter den Boden aufs Pferd. Als wir dahin ritten, wirbelten die Gedanken in meinen fiebrigen Gehirn und die eigentümlichen Worte eines Liedes aus meiner Geburtsstadt Harun kamen mir in den Sinn. Ein Mann wird wie ein Wirbelwind erfasst, der ihn wie ein Sturm mit sich reißt, dessen Verlauf niemand folgen kann, dessen Schicksal niemand voraussagen kann. Weiß mein Schicksal für das, was weiß ich, bestraft zu werden? Welches neues Elend und welche Enttäuschungen erwarten mich? Als wir in den Hof meines Herrn ritten, stellte ich voller Verblüffung fest, dass Arad Kular mich erwartete. Er half mir vom Pferd und umarmte mich wie ein lange vermisster Bruder. Als wir auf das Haus zugingen, wollte ich wie ein Sklave hinter ihm hergehen, aber er ließ es nicht zu. Er legte den Arm um mich und sagte, ich habe überall nach dir gesucht. Als ich die Hoffnung fast aufgegeben hatte, traf ich Swasti, die mir von dem Geldverleiher berichtete, der mich dann zu deinem Besitzer führte. Er feilschte zäh mit mir und ich musste einen Wahnsinnspreis für dich bezahlen. Aber du bist es wert, denn deine Philosophie und dein Unternehmungsgeist haben mich zu diesem neuen Erfolg inspiriert. Es ist Megiddos Philosophie, nicht meine, berichtete ich ihn.
Megiddus und deine. Dank euch beiden gehen wir nach Damaskus und ich brauche dich als Partner. Schau, rief er, gleich bist du ein freier Mann und zog unter seinem Gewand die Tontafel hervor, die meinen Titel trug. Er hob sie und warf sie auf die Pflastersteine, auf der sie in tausend Stücke zersprang. Dann trommelte er drauf herum, bis die Tontafel nur noch Staub war. Meine Augen füllten sich mit Tränen der Dankbarkeit. Ich wusste, ich war der glücklichste Mann von Babylon. Wie du siehst, erwies sich die Arbeit in der Zeit meiner größten Verzweiflung als mein bester Freund. Meine Bereitschaft zu arbeiten verhinderte, dass ich verkauft und zu den Sklaven auf den Mauern abgestellt wurde. Dies beeindruckte auch deinen Großvater, der mich als seinen Partner wählte. Daraufhin fragte Hatankula, war die Arbeit das Geheimnis für seinen Reichtum? Als ich ihn kennenlernte, besaß er nichts außer der Arbeit, erwiderte Charunata. Dein Großvater liebte die Arbeit, die Götter würdigten seine Anstrengungen und belohnten ihn großzügig. Ich fange an zu begreifen, meinte Hatankula. Nachdenklich, die Arbeit zog seine vielen Freunde an, die seinen Fleiß bewunderten und den Erfolg, den er einbrachte. Die Arbeit brachte ihm die Ehren ein, die er in Damaskus in so hohem Maße genoss. Die Arbeit ermöglichte ihm, auch in den Besitz all der Dinge zu gelangen, die ich so erstrebenswert fand. Und dabei hatte ich angenommen, Arbeit sei nur etwas für Sklaven. Das Leben bietet den Menschen vielen Freunden, meinte Charunata. Jeder Mensch hat seinen Platz. Ich bin froh, dass die Arbeit nicht den Sklaven vorbehalten ist. Wäre dies der Fall, müsste ich auf mein größtes Vergnügen verzichten. Ich freue mich an vielen Dingen, aber an nichts so sehr wie an der Arbeit. Charunata und Hatankula ritten im Schatten der hohen Mauern bis zu den massiven Bronzetoren von Babylon. Als sie sich diesen näherten, sprangen die Wachen hoch und grüßten den angesehenen Bürger voller Ehrerbietung. Charunata führte die langen Karawane hoch erhobenen Hauptes durch die Tore und hinauf zu den Straßen der Stadt. Ich wollte immer so sein wie mein Großvater, vertraute ihm Hatu Tarnkulan an, aber ich wusste nicht, was für eine Art Mann er war. Du hast es mir gezeigt, da ich jetzt alles weiß und verstehe, bewundere ich ihn noch mehr und bin noch entschlossener, so zu werden wie er. Ich fürchte, ich werde es dir nie vergelten können, dass du mir die Augen und über seinen Erfolg geöffnet hast. Von heute an folge ich seinem Vorbild, fange genauso bescheiden an wie er, was meiner derzeitigen Lage sowieso angemessener ist als Juwelen und kostbare Gewänder. Nach diesen Worten entledigte sie Hatankula seine Ohr- und Fingerringe, dann griff er nach den Zügeln und ritt voller Tiefehrerbietung hinter dem Karawanführer her.